Rudolf! Ah, das ist auch niedlich. Das sieht voll süß aus. Guckt euch das mal an, wie süß das aussieht. Das hat schöne große Augen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo im Franchise-Modus. Meine lieben Freunde, das Eisbärenbaby ist am Start wieder einmal. Und wir haben ja hier im Arktik Zoo, im neuen DLC, haben wir ja noch zwei Tierarten, die uns noch fehlen im Zoo. Und zwar die Rentiere und die Deilschafe, deren Namen ich bisher immer vergessen habe. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal kurz noch was an. Ich wollte euch noch mal was zeigen. Wollte ich nochmal schnell Folgendes zeigen. Wenn wir jetzt mal hier bei den Bären mal kurz in den Tab bei Wohlbefinden hier reingucken, dann sehen wir, beim Platz ist nur noch 74% Wohlbefinden am Start. Und wenn wir hier mal bei Gelände reingucken, sehen wir des Weiteren, dass aufgrund der Tatsache, dass jetzt quasi ein Bär mehr im Gehege ist, nämlich das Baby, dass jetzt die Gesamtgröße des Geheges und der Wasserfläche nicht mehr passt. Und dadurch sinkt das Gesamtwohlbefinden. In dem Fall ist es immerhin noch über 80%, das ist noch gut. Aber da sieht man mal, wie fragil das ist. Ja, also da reicht ein Jungtier aus, sodass die das Gehege nicht mehr so akzeptieren wie vorher. Das ist schon ganz schön krass. Und vor allem bei der Gehegegröße ist das natürlich umso krasser, ne? Ich meine, das ist jetzt hier nicht mal eben so ein Mini-Gehege, was man mal schnell vervielfältigen kann oder so. Alleine die Grenze da drum rum zu bauen und diese Form zu erzeugen mit dem Weg hat schon ziemlich lange gedauert, muss ich mal sagen. Also es ist eigentlich ein einfaches Gehege von der Struktur, aber es ist dauert trotzdem lange, das zu machen, in der Größe halt, in dieser Dimension. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Ich habe schon überlegt, wenn wir jetzt eigentlich ein zweites Gehege brauchen, weil eigentlich bräuchten wir eins, weil wir jetzt ja mehrere Bären haben und irgendwann ist die Kleine ist ja irgendwann erwachsen. Das heißt, irgendwann muss die in ein anderes Gehege oder ins Handelszentrum im Zweifel. Wird wahrscheinlich erstmal ins Handelszentrum kommen. Aber eigentlich brauche ich mir halt noch ein Gehege und da habe ich schon überlegt, man könnte theoretisch hier einfach so einen Kreis noch anfangen, ja, und dann hier so außenrum noch so ein Eisbärengehege bauen. Dass wir wirklich so ein Eisbärenkomplex da draus machen. Nur das Problem ist dann des Weiteren, die Futterkosten sind so exorbitant hoch. Also wir haben hier jetzt schon wieder, wenn ich jetzt hier mal gerade gucke, der Gehegetür. Wir haben hier jetzt schon wieder Futterkosten 15.000. Das ist Stufe 1 Futter, ne? Das ist nicht Stufe 2 oder 3. So, wenn ich jetzt mal hier nochmal gucke, bei Zusammenfassung, kontinuierliche Ausgaben. Wir haben 13.000 im Jahr schon. Und das, wir sind gerade mal im August. Da können wir mit 20.000 Futterkosten rechnen. Das ist schon gar nicht so ohne. Ich meine, der Zoo ist immer noch profitabel. Aber wenn jetzt so andere Faktoren noch reinkommen und dazu kommen, zum Beispiel, keine Ahnung, die Besucher sind aus irgendeinem Grund unzufrieden oder so, weil zum Beispiel zu viel Müll rumliegt, so wie hier gerade, was ich vielleicht auch mal in den Griff kriegen sollte demnächst, indem ich mal mehr Mülleimer aufstelle und dass sie das ja nicht mehr in den Zoo kommen und dann die Einnahmen nicht mehr passen, dann kann das ganz schnell zu so einem Dominoeffekt werden. Und insbesondere, wenn man dann noch ein zweites Gehege von derselben Tierart hat, was im Zweifel die Leute nicht mehr so krass interessiert, weil es ja schon eins gibt, dann hat man im Zweifel einfach nur exorbitant hohe Mehrkosten. Weil man ja auch noch Steuern für die Gehegegröße zahlen muss und auch noch Futterkosten für die Tiere, die drin sind. Und am Ende des Tages ja auch noch Mitarbeiterkosten, weil da braucht man ja für so ein großes Gehege auf jeden Fall einen Hansel, der da sauber macht. Das heißt, man kann sich da bestimmt schon auch gut sein eigenes Grab schaufeln mit den Eisbären, wenn man da nicht aufpasst. Wir haben jetzt halt hier echt Schwein, dass wir den Zoo schon so optimal gestaltet haben, dass er schon echt gut gewinnbringend ist, glaube ich. So. Aufmerksame Beobachter werden festgestellt haben, dass wir bei den Eiswölfen ja noch Bildungseinrichtungen brauchen. Ich würde sagen, wir machen das mal schnell, bevor wir zu den Rentieren und zu den Schafen übergehen. Denn wir brauchen ja auch noch Spendenboxen, wo wir gerade beim Thema profitabel sind und so, ne? Profitabilität. Aber ich glaube, warte mal, geht das hier überhaupt? Haben wir überhaupt Strom? Das war ja das Problem. Strom hatten wir hier gar nicht. Genau, das hört ja hier genau auf an der Grenze. Das heißt, das geht da gar nicht. Es geht höchstens, es geht hier hinten auch nicht. Wir können gar keine, aber Spendenboxen gehen. Wenn sie schon nichts lernen an dem Gehege, dann können sie wenigstens ihre Brieftasche erleichtern. Immer schön rein in die Box. So, jetzt sehen wir ja auch nochmal so diese schöne Beleuchtung, die wir hier am Start gebracht haben, ja, in der Nacht. Ich habe das ja schon so ein bisschen versucht, so leicht Charles Dickens mäßig zu machen hier. Und das ist auch cool, dass es hier ab und zu auch mal nachts dieses Polarlicht gibt, aber auch nicht immer. Ich glaube, wenn es bewölkt ist, obwohl doch, da ist es.
Können wir nochmal sehen hier. Und da ist der Mond. Das sieht echt aus wie ein Polarexpress, ey. Der Vollmond. Da haben sie sich leicht orientiert, würde ich sagen. Oh, und es schneit schon wieder. Der Wahnsinn. Ich gucke in den Himmel und es schneit. Was für ein Timing. Unglaublich. Und dann hier dieses schöne Gebäude, dieses schöne Backsteingebäude, was wir hier am Start haben. Nice. Wir brauchen mehr Backsteingebäude auch. Wir brauchen generell noch mehr Gebäude. Da werde ich mich demnächst auch noch drum kümmern. Dass wir das hier noch ein bisschen ausgestalten. So, aber jetzt würde ich sagen, kümmere ich mich mal um Rentiergehege. So, wir haben gesagt, wir bauen die Rentiergehege oder das Rentiergehege hier hin, weil hier haben wir ja gleich noch einen Pflegerzugang, den wir nutzen können. Also hier geht es ja runter, nicht zu unseren Bunkern, an der Stelle hier. Und die Rentiere brauchen auch gar nicht so viel Platz, lustigerweise. Das heißt, wir können da jetzt einfach mal, ja, einen Zaun einfach mal hier anfangen. Ich weiß ja, das brauchen wir, glaube ich, so nicht so hoch machen. Die können, glaube ich, nicht so hoch springen. Es sei denn, es sind die Rentiere vom Weihnachtsmann, dann könnten sie fliegen. Das wäre in dem Fall dann natürlich wieder nicht so geil. Aber ich denke mal, so müsste es passen. So, da können wir sogar unten wieder in die Balustrade vom Eisbärengehege reingehen. So ist es gerade und so ist es gebogen. Das ist übrigens auch ein ganz guter Tipp, wenn ihr so diese Kurven machen wollt. Stellt euch einfach diesen Winkel ein. Und wenn ihr dann ein Segment einfach abzweigt, dann habt ihr immer dieselbe Biegung drin. So habe ich auch hier diese Kurve gebaut für das Eisbärengehege, diesen großen Kreis. Ja, einfach immer beim nächsten Stück Weg waren es immer 15 Grad, die Kurve einfach ein bisschen geneigt ist und dadurch entsteht dann ein Kreis. Das ist ganz cool eigentlich. Und je größer ihr die Wegstücke wählt, desto größer wird der Kreis halt im Umfang, also im Radius sozusagen. Wenn ihr versteht. Wenn ihr nicht versteht, ist auch gut. Ist Geometrie, muss man nicht verstehen. Jetzt die Frage, ob ich da dann den Pflegerzugang noch hinkriege. Also ob ich das da auch verbunden kriege. Genau, warte. Das ist doch die Höhe hier. Das ist doch die Höhe hier, ja. Das ist doch die Höhe. Ja, na, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht. Komm, jetzt, das geht jetzt darunter. Ich weiß das. Oder alternativ machen wir einfach da eine Brücke draus. Das können wir natürlich auch machen. Schneeleopard wird bald Nachwuchs haben. Mein Gott, die hören auch nicht auf, Kinder zu machen. Hervorragend. Und da können wir dann für die Dallschafe auch noch einen Zugang legen. Das Gehege wird ja direkt daneben gebaut. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwie den Eisbären eine Fluchtmöglichkeit eröffnet oder so. Aber dürfte eigentlich nicht sein. So, Rentiergehege am Start. Das sind jetzt wie viel Fläche ist das? 1376, mehr als die Viecher brauchen, auf jeden Fall. Da können wir sogar tatsächlich noch ein bisschen hier das Gehege verkleinern eigentlich. Da könnten wir hier noch ein bisschen kürzen oder so, wenn das sein sollte. Wenn das müsste, aber egal. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Das heißt, wir haben ja schon Rentiere uns besorgt. Dann würde ich mal sagen, wo sind sie? Rentiere? Können wir schon mal ins Gehege verfrachten. Hier Linnea und Lisa. Männchen hatten wir noch gar nicht, wa? Fällt mir mal so auf gerade. Die Wölfe freuen sich schon. Die Rentiere kommen direkt nebenan rein. Vielleicht sollten wir mal noch ein Männchen besorgen. Das wäre mal noch ganz nice irgendwie. Haben wir denn hier gerade irgendwie ein Rentiermännchen? Die gehen natürlich jetzt weg wie nichts, die Tiere, ne? Ich nehme mal die Dallschafe aus dem Filter raus. Wir nehmen mal nur die Rentiere rein. Das ist jetzt auch wieder so ein Refresh-Fest auf jeden Fall. Polarfuchs erwartet, Polarfuchs sag ich schon, Polarwolf erwartet Nachwuchs. Das ist natürlich eine gute Nachricht hier direkt, während wir hier im Kauf sind, im Tierkauf. Vielleicht sollte ich, bevor ich das mache, erstmal den bestehenden Rentieren, die wir jetzt hier schon drin haben, oder die wir jetzt gleich holen werden, oder gleich bekommen, so rum, schon mal ein paar Dinge reinpacken, wa? Rentier. Guck mal, so viel geht gar nicht, aber ein bisschen was geht dann doch. Ein Schneeball können sie drin haben. Ja, lasst uns einen Schneeball-Effekt kreieren. So, und hier ist doch bestimmt noch eine Wasseraufbereitungsanlage am Start gewesen, oder? Wir haben nämlich noch das Problem, dass wir bei den Polarfüchsen noch keine Wasseraufbereitungsanlage haben. Und da beim Bären, da ist auch noch ein dreckiges Wasser. Müssen wir uns noch drum kümmern. Das sind so kleine Baustellen, die wir hier noch haben, ja. Ich weiß das alles, dass wir das noch haben, diese Baustellen, aber ich möchte jetzt halt erstmal die neuen Tiere auch am Start haben. Okay, komisch, dass man da nur so wenig Wasser reinsetzen kann irgendwie.
Hätte gedacht, da geht mehr, aber okay. Wenn es so ist, dann ist es so. Dann kriegen sie halt nur so eine kleine Pfütze. Die brauchen ja eh nicht so viel Wasser. Sehr gut. Oh, der hat Schneetaut. Um Gottes Willen. Jetzt muss ich mal gerade schnell... Ha, Moment, wir brauchen noch eine Futterstelle. Futtertrog groß. Das muss jetzt schnell... Lol, wie der Schneeball immer noch am Start ist. Weißt du, der ganze andere Schnee ist weg. Ja, der Schneeball ist noch am Start. Geil, vielleicht noch ein Fußball. Vielleicht noch eine Riechstelle. Vielleicht noch eine Riechstelle da hinten. Rudolf! Ah, das ist auch niedlich. Das sieht voll süß aus. Guckt euch das mal an, wie süß das aussieht. Das hat schöne große Augen. Es ist so niedlich. Guckt euch dieses Tier an. Es ist so gut geworden einfach. Es lacht auch so ein bisschen. Über mich natürlich. Weil ich mich so freue. Der Bär, der freut sich. Was ist mit dem nicht richtig? Der geht voll ab. Lass mal ausbrechen, genau. Das wäre jetzt halt so lustig, wenn es einfach Anlauf nimmt und einfach anfängt zu fliegen. Das wäre so lustig, wie es sich hinter der Mauer versteckt. Jetzt fehlt noch die rote Nase. Ja, auf jeden. Aber schön, schönes Tier. Haben sie schön gemacht wieder hier. Stabiler Rückzugsort passt noch nicht ganz. Und Erde haben sie ein bisschen zu viel im Gehege. Dann würde ich doch mal sagen, geben wir denen nochmal ein bisschen Kotzgras. Das muss ich jetzt bei den anderen Tieren auch nochmal machen. Weil jetzt kein Schnee mehr am Start ist, passiert das, was ich schon erklärt hatte. Die Werte sind jetzt plötzlich wieder relevant. Das heißt, ich muss schauen, dass die Werte stimmen im Gehege. Also die dürfen jetzt nicht zu viel von den Geländearten wieder im Gehege haben. Hier habe ich es jetzt passend hingekriegt. Pflanzen sind denen eh egal. Das heißt, da haben wir jetzt erstmal alles am Start. So, jetzt muss ich mal gucken. Bei den Eisbären, wie ist denn das da? Stimmt alles. Habe ich richtig gemacht? Instinktiv. Geil. Bin ich ja schon ein bisschen stolz auf mich. Wie ist es bei den Polarfüchsen? Okay, zu viel Erde. Die wollen mehr Fels, wollen sie haben. Dann machen wir den ein bisschen leichten Fels oder glatten Fels hier um den Fluss drumherum. Müssen wir ein bisschen Erde wegnehmen. Machen wir es hier so an den Grenzen vom Gehege. Und auch hier hinten. Hier ist ja eh auch Fels eigentlich. Da passt es ja sogar. Und damit haben wir ihre Bedürfnisse erfüllt. Yay, nice. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn der Schnee weg ist, ist das im Arktikgebiet immer ein bisschen knivelig. Genau, aber die Rentiere fühlen sich ja auch wohl, das ist schön. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Soziale Gruppe, zu wenige Tiere, oh. Wie viele hatten wir da jetzt reingemacht? Nur zwei, oder? Wir brauchen dringend noch ein Männchen auf jeden Fall. Das war ja stimmt, das war ja eh der Plan, das wollten wir eh machen. Ein Männchen für 10.000, Randulf. Randulf, das mürrische Rentier, oder was? Sehr lustig. Wir könnten natürlich hier, oh. Eins mit schlechten Werten holen? Nein, das natürlich nicht. Hat das wenigstens gute Werte? Der Randulf hat nicht mal gute Werte. Vor allem der Zoo ist auch geil, wo der herkommt. Zoo. Der ist einfach nur Zoo. Wer zur Hölle erstellt denn einen Zoo und nennt ihn einfach nur Zoo? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So unkreativ, die Leute. Ich habe meinen Eisbär wenigstens Spielbärbel genannt. Und der Name kam nicht mal von mir, sondern vom Spider-Fan aus dem Live-Chat. Ah, Mann. Ah, da. Taipo. Ach, hat keine guten Werte. Ich glaube aber, so wählerisch darf ich gar nicht sein. Guck mal, wir müssen einfach die Tiere nehmen, wie sie kommen. Hier, wir nehmen jetzt noch ein Tier da rein. Mal gucken. Mal gucken, ob das passt für die. Passt das für euch? Ja, werden wir ja gleich sehen. Ich würde sagen, wir machen hier nebenan jetzt gleich noch das Dallschaf. Vielleicht hier nochmal schnell Barriere bearbeiten und nochmal... Oh, guck mal. Sind die da... Die machen gerade... Die sozialisieren sich, glaube ich, gerade. Hier können wir ja nochmal so einen Spiegel reinbauen. Oder ein Glas. Damit die Besucher da nochmal gucken können. Das ist doch ganz schön eigentlich. Ist es tot? Nee. Ich wollte gerade sagen, der sackt so zusammen. Ja, der hat gute Werte hier. Also sie. Lisa. So, dann lasst uns mal noch... Oh, ich habe eine Belohnung gekriegt. Züchte ein neues Gehegetier. Sauber. Und was haben wir hier? Veteranenforschung wieder. Wieder für den Eisbär. Und natürlich wieder Technikforschung. Oh, sehr gut. Oh, schon wieder direkt die Hälfte. Nicht schlecht.
Ja gut, dann machen wir das, genau. Und jetzt machen wir Barrieren und dann wieder für das Steilschaf. Das Steilschaf braucht ein bisschen mehr Platz als das Rentier, aber wenn wir jetzt hier einfach wieder in derselben Art und Weise rein und raus gehen, dann ist das ja kein Problem, dann müsste das eigentlich passen. So, warte mal, da machen wir hier auch wieder so ein bisschen das gebogen. Oh ne, warte, der erste muss immer gerade sein erstmal. Der erste muss immer gerade sein, ohne Bogen. Setzen wir das mal frei. Machen wir das mal so, genau. Und jetzt können wir den Bogen setzen. Jetzt können wir den Bogen überspannen. Genau, und jetzt einfach gerade. Warte. So und so. Genau, und jetzt machen wir es einfach dazu. Sehr schön. Und damit haben wir unser Dallschafgehege schon fast fertig. Jetzt brauchen wir noch den Fliegerzugang. Genau, den bauen wir jetzt einfach hier nebenan. So nah wie möglich ran. Den Weg auch. Warte mal, ist Tunneln an? Nee. Da muss ich mal ein bisschen gucken. Genau, das machen wir einfach so. Zack. Ja, aber beide Fliegerzugänge direkt nebeneinander. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Für die Pfleger halt auch. So. Dallschaf. Guck mal, was können wir den reinsetzen? Das Karl-Dallschaf, ja. Das heißt, guckt das dann auch so schräg eigentlich? Das wäre mal interessant zu wissen. Ob das auch so ein Hängeauge hat dann. Was schon so halb raushängt. So. Schön Schlafstellen hier. Ich weiß gar nicht, die brauchen glaube ich gar nicht mittlere. Ah, egal. Die haben ja noch gar nichts hier. Da kann ich ja gar nichts machen. Guckt euch das mal an. Ich kann nur hier diese Riechstellen setzen. Mehr kann ich nicht machen. Und Wasser natürlich. Das geht ja hier jetzt. Hier haben wir ja Wasser. Krankes Tier entdeckt. Welches Tier ist krank? Nein! Humalak ist hier ins Dreckwasser reingegangen. Warum macht er denn sowas? Scheiße, ich muss unbedingt eine Kläranlage dahin bauen, sonst werden die mir einer nach dem anderen krank hier. Shit. Kann ich da schon Wasser reinsetzen? Ja, dann lasst uns das mal da genau machen, genau. Die brauchen ja nicht viel. Ja, dann verschiebe ich die Dallschafe schon mal ins Gehege rein und dann machen wir mal ganz schnell, ganz schnell machen wir das. Machen wir hier mal eben noch eine Wasseraufbereitungsanlage fürs Eisbärengehege. Würde ich sagen. Also eigentlich brauchen wir zwei. Für das Wolfsgehege brauchen wir auch noch eine. Die Frage ist nur, machen wir mal das Kameralicht an. Ich gehe mal hier mit einem großen Weg im Raster einfach mal in die Richtung. Das erscheint mir am sinnvollsten zu sein. Raster. Und dann tunneln. Genau, dann gehen wir einfach mal hier geradezu raus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wo sind wir? Ja, wir sind genau drunter fast. Perfekt. Eins noch. So, und dann mache ich mir jetzt hier einfach mal eine Ebenung. Dann bauen wir da nochmal Strom und Wasser. Das ist natürlich ganz schön kostenintensiv, ne? Aber geht nicht anders, ne? Eisbärengehege sind nun mal einfach ein Kostenfaktor. So. Das baue ich jetzt mal ohne Raster. Das mache ich jetzt nur mal ganz schnell. Müssen wir jetzt nicht lange rumfackeln. Oh, Strom und Wasser. So, damit haben wir da schon mal dieses Problem beseitigt. Ist doch beseitigt, oder? Ja, jetzt ist es beseitigt. Sehr schön. Hervorragend. Genau, und die sind drin. Und jetzt brauchen wir hier noch eine. So, da schauen wir mal hier. Genau, da bauen wir hier auch noch mal einen Versorgungsweg im Raster. Einfach mal in die Richtung. Genau unter dem Besucherweg würde ich das jetzt machen. So. Falls ihr euch übrigens fragt, wie man diese Kameraansicht aktivieren kann,
Höre ich öfter mal jetzt die Frage in letzter Zeit. Ihr geht einfach in die Einstellungen unter Escape. Und dann geht ihr unter Kamera, ganz nach unten scrollen im Kamera-Optionsmenü. Und dann setzt ihr den letzten Haken bei Geländekollision deaktivieren. Strom war ja auch noch so ein Ding, ne? Hatten wir ja auch keinen mehr gehabt. Genau, da können wir ja eigentlich nochmal ein bisschen weitergehen hier. Damit haben wir alle Baustellen, was das jetzt angeht, beseitigt. Und Energie haben wir jetzt auch. Genau, guck mal, ist jetzt alles abgedeckt hier. Sehr schön. Perfekt. Sehr gut. Dann können wir jetzt ja hier auch Bildungseinrichtungen an den Start bringen. Ja, ich will mir vorher noch die Dallschafe noch schnell angucken. Ah ja, wir brauchen noch Futter für die Dallschafe. Soll ich das jetzt hier hinten hinbauen? Besser ist es, war, sonst muss der Pfleger ja immer bis ganz nach vorne an die Scheibe. Oder so. Apropos Scheibe, genau. Da war ja was. Was? Tierarzt hat sich schon lange nicht mehr um das Gehege gekümmert, was? Ja, dann soll er das mal machen. Krankes Tier entdeckt. Ich verleg den mal gleich in die... wie heißt sie ja? Quarantäne. Falls irgendwas jetzt kommt, dass der Tierarzt irgendwie jetzt nicht am Start ist. Vielleicht sollten wir auch noch einen Tierarzt einstellen gleich. Wir haben ja nur einen Forscher, glaube ich. Und vielleicht auch gleich nochmal einen Tierpfleger. Und vielleicht auch gleich nochmal die Mitarbeiter nochmal weiter ausbilden lassen hier. Den Zoopfleger. Den einen Tierpfleger hier. Die Angestellten im Laden. Die können auch ein bisschen schneller arbeiten. Der ist gerade eingestellt worden, der kann nicht. Genau, besser ist es, glaube ich. Da rennt er nämlich schon, guckt mal. Der andere forscht ja die ganze Zeit. Das ist ja gar nicht mal so geil eigentlich. Der kümmert sich ja gar nicht richtig dann. So, ist der Eisbär abgeholt worden, der Kranke? Nicht, dass der mir jetzt hier stirbt. Mehrere Mülleimer quellen über. Ich glaube, wir brauchen auch mehr Zoopfleger jetzt. Ich glaube, wir brauchen... Stimmt, wir brauchen generell auch mehr Mülleimer. Fällt mir mal gerade so auf. Moment, Moment, Moment. Weil jetzt gerade kümmert sich ja auch keiner drum. Einrichtung. Müssen wir mal alles machen jetzt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen das jetzt alles machen. Wir müssen das jetzt alles mal machen hier. Wo sind denn die Recycling-Mülleimer? Die grünen. Hier. Wo sind die grünen, wenn man sie mal braucht? Kleiner Grünenwitz. Alles gut. Mal das mal hier. Und hier. Und hier. Ja, guck mal, wir haben auch gar keine Mülleimer hier an den Stellen überall. Ein bisschen nachlässig ist das schon. Schämen sollten wir uns. Schämen sollten wir uns. Shame on you. So. 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 Die schönen grünen Tonnen ruinieren ja schon ein bisschen den Look hier. Aber gut, es ist Recycling, ja? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es was bringt. So. Sehr schön. Wunderbar. Wo bleiben die Dallschafe? Was ist da los? Ah, das Rentier ist da, das dritte. Fühlen die sich jetzt wohler? Ja, jetzt fühlen sie sich wohl. Brauchen gar kein Männchen. Siehst du mal, die fühlen sich auch ohne Männchen wohl. Die Frauen. Ja, genau. Wenn ihr was zu fressen und zu grasen habt, dann fühlt ihr euch wohl, wa? Ja. Schön. Hier fliegen Herzchen. Ja, ich merke das schon. Oh. Hier müssen wir mal noch Scheiben einsetzen. Habe ich wieder vergessen. Weil ich wieder bilokal abgelenkt war hier. Wie sie alle frieren. Die laufen alle da rum und frieren. Ah, Dallschaf. Schalldarf. Ein Schalldarf. Oh, es ist die Ziege aus Ziegensimulator. Oh, es ist aber auch so niedlich, oder? Da könnte man voll den guten Streichelzoo machen. Hey, warte mal, da wollte ich eh mal gucken. Können die Gehege eigentlich begehbar sein? Von den Rentieren und von den Dallschafen? Bestimmt, oder? So ein leckeres Dallschaf mal mitnehmen und unter dem Arm klemmen? Das klappt doch. Warte mal. Hier, Zoopedia. Dallschaf.
Gäste können Gehege betreten. Nein, jetzt bin ich aber entsetzt, dass das nicht geht. Ist es bei den Rentieren denn der Fall? Irgendein Tier von den neuen muss doch ein begehbares Gehege. Nee, die Rentiere haben auch kein begehbares Gehege. What? Okay. Merkwürdig. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass wenigstens bei den Dallschafen die Leute reingehen. Weißt du, so Ziegenstreichelzoo-mäßig hätte ich jetzt gedacht eigentlich. Aber scheinbar ist dem nicht so. Komisch. Okay, warte mal. Ich wollte mal gucken. Fühlt ihr euch wohl? Die fühlen sich lustigerweise schon wohl, so wie das Gehege ist. Da muss ich gar nicht machen. Irgendwas. Muss ich gar nicht machen. So eine niedliche Ziege. Na, Lust auf Goat Simulator? Hm? Eine Runde Goat Simulator? Kann man im Koop spielen, ne? Ja. Kannst du mitmachen. Nicht? Ich merk schon. Ist nicht so. Ihr wisst nicht so danach. Es ist halt eine Ziege. Es ist halt die Ziege aus dem Goat Simulator, die macht alles kaputt, auch die Besucher. Die Besucher sind schon kaputt. Die kommen hier als Eiszapfen im Zoo an, weil sie so doof sind, die richtigen Klamotten auszusuchen. So. Forschung ist durch. Und hier Veteranenforschung ist auch durch. Sehr gut. Ja, warte mal. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was können wir denn jetzt... Hier brauchen wir noch Bildungseinrichtungen auf jeden Fall. Das müssen wir auch mal machen noch. Da kann ich jetzt die Gesamtdings nehmen hier. Guck mal, hier können wir mal das machen. So, bam. Und dann da einen lauten Sprecher hin. Dallschaf. Ein Schalldarf. Wir bräuchten irgendwie mal noch ein Dallschafmännchen, wa? So. Das können wir mal machen hier im Tierhandel. Wir können mal Dallschafmännchen und Rentier... Ah, Rentier... Ach, das ist für 10.000. Ne, das wollen wir nicht. Dallschaf. Und am besten mal nur Männchen. Ha! Ja, ich nehme jetzt mal das Rentiermännchen hier. Das ist zwar nicht besonders geil mit der Fruchtbarkeit, aber dann haben wir nämlich nicht alle 5 Minuten ein Kind. Und das Dallschafmännchen nehme ich auch. Erfolg! So sieht Erfolg aus, meine lieben Freunde. Komm schon. Oder wie Homer Simpson einst sagte, ERFOLK, so schreibt man Erfolg. So. Dallschaf und Rentier. Nein, nicht da rein! Das ist das falsche Gehege! Ich habe das Rentier ins Wolfsgehege. Nein, 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 nein. Das machen wir mal schnell wieder rückgängig, weil es wieder gehakt hat da. Beim Verlegen. Da wollen wir mal nicht, dass da noch ein Unglück passiert hier. So, dann können wir jetzt ja wieder hier Bildungseinrichtungen machen. Das ist das Rentier. Und das kriegt auch noch einen Lautsprecher. Und da. Stellen wir das Rentier ein und dann machen wir den Radius größer. Genau. Dann lernen die Leute jetzt was über Dallschaf und Rentier. Und das gleiche brauchen wir jetzt natürlich auch hier bei den Wölfen. Komisch, jetzt steht gar keiner mehr bei den Wölfen. Hier genau, warte. Mach da mal das Raster wieder ran, dass wir hier das rastern können, genau. Schön ausrastern immer, ganz wichtig. So. Polarwolf. Der Pullerwolf, der sogenannte. So. Hervorragend. Und hier unten können wir eigentlich auch das nochmal machen. Aber warte, eigentlich viel wichtiger ist es hier drüben, weil ich glaube, von da gehen die Leute nämlich von den Eisbären direkt hier rüber zu den Wölfen. Oh, die haben ja ein Baby! Das hat blaue Augen!
Ich glaube, dass sie blau sind. Müssen wir gleich mal gucken, wenn die Sonne aufgegangen ist. Aber es sieht blau aus. Hat so stechend blaue Augen. Oh. Ganz toller bist du. Oh, ich komme schon wieder zu nichts, weil ich Babys angucken muss. Der Wahnsinn. So muss das laufen, meine lieben Freunde. So muss das laufen. Schaut aus wie ein kleiner Husky. Ja, genau. So ein bisschen, ne? So Husky-mäßig. Wobei die ja eigentlich als Erwachsene gar nicht so Husky-mäßig aussehen. Schön. Guck mal, die haben ihr Geschenk zerstört da. Die haben die Verpackung abgerissen, so wie ich an Weihnachten. Ich werfe mich immer mit meinem ganzen Körper in den Geschenkberg rein. Und dann wird erstmal, fliegen erstmal die Fetzen. In alle Himmelsrichtungen. Und dann sind die Geschenke hin. Ja, genau. Egal, ich hatte meinen Spaß. Darum geht's. Das Einzige, um was es geht an Weihnachten. Spaß! Alter, man hört immer nur dieses Atmen, wenn die schlafen, ey. Das ist schon irre. Der hat gar keine blauen Augen. Das sah nachts nur so komisch aus, glaube ich. Aber der hat schon ein bisschen sehr viel von dem Wolfskind auch, ne? Also ist auch so welpenmäßig halt gemacht, ne? Also ist ja logisch. Also wäre ja auch komisch, wenn das nicht so wäre. Bisschen spitzere Ohren hat er. Auf jeden Fall. An den Ohren erkennt man auf jeden Fall so ein bisschen den Unterschied. Wie geht's denn unseren Dallschafen? Haben wir jetzt das Männchen da drin? Was ist denn hier los? Tier aus der Box holen. Was soll denn das? Wirst du dich wohl nicht verstecken da? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bäh. Ja, das will ich hören hier. Bäh. Bäh. Rasen. Bäh. Süß sind sie. Die Dallschäfchen. Aber die Augen hängen gar nicht runter. Was war das? Machst du da? Hör damit auf. Nicht, wenn man dir zuguckt. Kannst du nachher machen. Kannst du nachher machen, wenn das Kamerateam weg ist. Schönes Geweih hat er, wa? Der Polarwolf sieht aus wie ein Wolf. Krasse Erkenntnis. Ja, ne? Stellt euch das mal vor. Wie sie kacken. Ja, und ich guck zu. Hast du genau richtig erkannt? Sehr schön. Ah, wir haben jetzt alle Tiere aus dem DLC am Start übrigens, meine lieben Freunde. Wir haben die Dallschafe. Wir haben die Rentiere. Wir haben die Polarwölfe. Und wir haben die Eisbären. Der Wahnsinn. Wie geht's eigentlich dem Baby jetzt? Dem Eisbärenbaby. Ich komme mir vor wie in so einem Hubschrauber gerade. So auf Eisbären Untersuchungstour. Boah! Alter Schwede! Das hast du nicht gemacht. Weißt du doch hier, dass Papa Spielbär schreckhaft ist. Kannst du auch nicht machen. Willst du ihn umbringen? Es war ein Anschlag auf mein Leben. Ganz klar. Spielbärbel. Spielbärbel ist hier aggressiv heute. Hubschrauber, ja, der Hubschrauber. Kann ja wohl nicht wahr. Oh, ist das schön, wenn die Sonne da hinten untergeht und man sieht sie. Hat ja einen Heiligenschein, die Spielbärbel. Oh, so schön. So wunderschön. Ja. Wie sie stehen bleibt, weil sie genau weiß, dass es gut aussieht. Unglaublich. Also ich weiß ja ganz genau, dass ich eigentlich nichts anderes mehr tun möchte in diesem Spiel, wie sie den Arsch jetzt hindreht. Weil sie auch weiß, dass das gut aussieht. Herrlich. Ich brauche eigentlich nichts anderes mehr machen in dem Spiel, als nur noch die Bären angucken, ey. Ohne Witz, ey. Wäre ein schönes Thumbnail. Ach, hier gibt es so viele schöne Thumbnails. Ich weiß schon gar nicht, was ich aussuchen soll, ey. Ohne Witz. Keine Ahnung.
Allein das hier schon wieder auch. Das ist auch schon wieder ein schönes Thumbnail, wenn das hier so hier vor diesem Berg so lang läuft und so. Und im Hintergrund auch der Zoo und so. Also, es gibt so viele schöne Thumbnails. Da weiß man gar nicht, was man tun soll. Dem Babybär fehlt noch eine blaue Mütze. Ja, stimmt. Schade, dass man die Tiere nicht mit Mützen ausstatten kann. Das ist schon ein bisschen tragisch. Viele Gäste denken, dass die Ticketpreise sehr günstig sind. Ach, ihr Gäste, ihr seid doch komisch. Hier 18 Dollar und 16 Dollar. Dann werdet ihr halt abgezogen, wenn ihr das unbedingt wollt. Ist ja nicht mein Problem, ne? So. Schön. Mann, da haben wir ja einiges geschafft heute. Nicht schlecht. Veteranenforschung haben wir auch abgeschlossen. Fast durchgeforscht hier bei den Eisbären. Technikforschung. Ist eigentlich der eine Eisbär, der da jetzt in der Quarantäne war, ist der jetzt eigentlich wieder heile? Oder sitzt der da noch in der Quarantäne? Nee? Sind die jetzt da wieder vollzählig schon? Was kriegen wir eigentlich? Das wollte ich mal gucken, genau. Was kriegen wir eigentlich, wenn wir so einen Eisbären auswildern? Also, das kann ich ja... Das müssen wir mal prüfen, wenn das Baby erwachsen wird. Also, dann entscheiden wir mal, was wir machen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn wir den auswildern... Der hat auch gute Werte, dass wir da bestimmt mindestens 1000 Arterhaltungspunkte für kriegen, für eine Auswilderung. Und an der Stelle ist diese Folge Planet Zoo auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos auch zu Planet Zoo, aber auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Planet Zoo. Bis dann, ciao, ciao.